So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußballtalk hier auf Gotti LP. Wir sind leicht verhustet, jedenfalls der Jab, aber der hatte auch eine harte Nacht hinter sich, denn es war Super Bowl Sunday und was war das? Prickelnd, spannend und erotisch. Oder auch nicht. Sei es drum. Hallo Jungs, achso, wir sind übrigens der Balti, der Fabi, der Jab und der Puffy. Ne? Also fast hallo. Vollzählig. Ja. Moin Moin. Da war schon die lebende Legende. Hatte direkt. Hallöle. Ja. So, wir machen direkt hier Start, Rückschau auf den 20. Spieltag in der Bundesliga. Da ist ja einiges passiert. Und danach müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, ob wir noch ein bisschen Preview machen können auf die... Ja, DFB-Pokal schenken wir uns erstmal, glaube ich. Aber ein Preview auf den nächsten Bundesliga-Spieltag. Denn es wird tatsächlich... Ja, man hat immer das Gefühl, ey, Saison ist noch lang, ne? Die Saison ist noch lang. Aber dann guckst du und rechnest mal so, ja, ne, es sind aber nur noch so und so viele Punkte. Und dann guckst du nach unten in der Tabelle und denkst so, naja, ne? Und dann guckst du nach oben in der Tabelle und denkst so, naja, ne? Und dann guckst du in der Mitte internationalen Plätze und denkst dir, naja, wa? Ja, genau. Das denkst du dir alles und noch viel mehr. Also machen wir mal hier. Freitagsspiel Hannover-Leipzig, habe ich gar nichts gesehen. Keine Ahnung. Bolti. Ja, verdienter Sieg für Leipzig, so wie ich das mitbekommen habe. Hannover ohne echte Chance im Spiel, trotz neuen Trainers, der dann auch nach dem Spiel erstmal den Fitnesszustand seiner Mannschaft kritisiert hat. Meinte, da muss man nochmal ordentlich nachlegen. Kann man natürlich so oder so interpretieren. Könnte sagen, er sucht nach der ersten Niederlage direkt schon nach Ausreden. Sind damit jetzt auch erstmal auf Platz 18 abgerutscht. Wie gesagt, hochverdiente Niederlage. Bin gespannt, ob da irgendwas mit reißen wird. Fabian. Ja, Leipzig hat das komplette Spiel dominiert. Hat dann nach dem 2-0 auch nicht mehr wirklich alles gegeben. Die sind ziemlich runtergefahren. Aber für Hannover hat es trotzdem noch locker gereicht. Also da war mindestens ein Klassenunterschied, wenn nicht sogar zwei. Also Hannover war mal wieder gar nicht da, wo man sie eigentlich erwartet, wenn sie wirklich die Klasse halten wollen. Das war wieder nicht Bundesliga-reif. Hätte Leipzig alles gegeben, wäre es noch viel höher gekommen. Die Chancen waren auch da. Aber die haben sich dann ein entspanntes Spiel gemacht, haben sich geschont für die nächsten Aufgaben. Puffy. Ja, der Trainer Einstand schon mal komplett daneben gegangen. Also du hast nichts gesehen bei Hannover von wegen neuer Trainer und irgendwie Motivation, neue taktische Änderungen war selbe Gewurstel wie in den Spielen davor. Leipzig war besser, aber Leipzig war bei weitem nicht überragend und bezeichnet letztendlich wie unwürdig oder wie schlecht eigentlich Hannover sind. Die bei Tore von Orban, glaube ich, fahren beide nach der Ecke. So frei darf da niemand stehen. Jetzt wird der Jeb natürlich sagen, was wollt ihr auch großartig jetzt erwarten? Der Trainer ist ja gerade erstmal, ja, aber der Trainer ist ja gerade erst mal ein paar Tage da. Ne, Jeb? Ja, aber ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut und es waren wirklich null Chancen für Hannover, was sehr traurig war. Ein Lichtblick für Hannover war der Torhüter, der einigermaßen Bundesliga-Format hatte, aber es trotzdem nicht vermeiden konnte, ist, dass 3-0 ausging. Machst du jetzt hier die Torhüter-Einschätzung oder was? Dafür haben schon Experten. Ja, aber der Torwart von Hannover, das ist ja eigentlich der einzige konstant Gute, den sie haben. Na, der hat die Spiele davor ja auch schon eigentlich gehalten, was man halten kann. Ja. Ja, und das stimmt eigentlich zu. Ja, also es sieht nicht gut aus für Hannover. Nee. Nürnberg haben wir schon abgeschrieben. Wollen wir jetzt Hannover auch direkt hinterher? Oder hat noch einer irgendwie Hoffnung, dass er sagt, irgendwie, hey, warten wir noch zwei Spiele. Drei. Ja, genau. Geh mal doll noch zwei Spiele. Mal gucken, ob da vielleicht irgendwie eine Änderung erkennbar ist, wenn dieser Trend, der jetzt im ersten Spiel sich angedeutet hat, also wenn die so weiterspielen, dann verlieren sie das nächste Mal ein Spiel und dann ist es vorbei. Vor allem das nächste Spiel wird interessant, was ja gegen Nürnberg ist. Also wenn sie da so desolat spielen, dann können wir uns wirklich abschreiben. Ja. Gut, dann kommen wir zum Samstag. Wir fangen an mit Hoffenheim gegen Düsseldorf. Und habe ich Zusammenfassung gesehen, definitiv. Und endete 1-1, 1-0 Halbzeitstand. Und das 1-1, was ich gesehen habe, war auch absolut gar nicht mal unverdient. Gerade in der zweiten Halbzeit habe ich da einige Chancen von Düsseldorf gesehen. Die hätten sogar da mit etwas... Ja, mit etwas Glück oder mit etwas mehr Glück sogar da mit einem Dreier vom Platz gehen können. Habe ich das falsch gesehen, Puffy? Nee. Auf meinem Zuhause wirklich erschreckend schwach, muss man einfach so sagen. Also man hofft, man erwartet man ja eine Menge.
war nicht gut. Trotzdem gehen sie ja in Führung durch den Foul-Elfmeter. Und ja, aber war halt nicht wirklich gut. Waren zwar die spielbestimmendere Mannschaft, aber Düsseldorf halt permanent gefährlich. Na, machen dann nach der Halbzeit gleich als 1-1 und dann haben sie sogar noch die Möglichkeit, vielleicht sogar noch mit dem Sieg wegzugehen. Und ist so, wie wir in Winterscheck gesagt haben, Düsseldorf holt sich ihre Punkte immer mal wieder. Jetzt haben sie einen Punkt mitgenommen in Hoffenheim, wo keiner mit rechnete, ne? Oder was man eigentlich nicht einplanen kannst. Ich bin wirklich überrascht, was Düsseldorf da momentan abliefert. Punkt gleich mit Freiburg und Gelsenkirchen momentan. Ja. Ja, warum nicht? Ja, das sind, sagen wir mal so, ja, machen wir mal 10 Punkte noch und du bist komplett raus aus. So schlecht wie die unten performen, wahrscheinlich kommst du sogar mit 30 Punkten locker hin. 3 Sieger also noch. In 14 Spielen. Das wäre sogar über, ne? Dann hättest du ja schon 31. Mhm. Ja, aber ne, auch da erneut, letzte Woche war der Puffy ja nicht da, aber ne, da habe ich es ja auch erwähnt. Puffy und ich sagen, die holen hier einen Punkt, die holen da nochmal einen Punkt, irgendwann holen sie nochmal einen Dreier, die werden auch wieder verlieren, gar keine Frage. Und irgendwann bist du aber schon bei 30 und kannst dich zurücklehnen. Ja. So gehe ich davon aus. Außer die brechen nochmal komplett ein, aber glaube ich nicht. Die spielen momentan ja auch wirklich irgendwie ein bisschen auch für ihren Trainer. Nächste Saison sehe ich halt extrem schwarz für Düsseldorf. Also das werden sie ja, nicht nochmal wiederholen können. Ne? Das ist die Aufstiegs-Euphorie-Saison, die ich eigentlich bei Nürnberg getippt hatte im Bulli-Check. So hat sie halt Düsseldorf erwischt. Und ich denke nicht, dass beide Absteiger runtergehen. Und Nürnberg ist eigentlich für mich schon, ja, da habe ich, kommen wir ja gleich zu, aber da habe ich da auch nicht wirklich viel gesehen. Außer ein Tor von Ishak wieder mal. Ja, will noch einer was zu dem Hoffenheim-Düsseldorf-Spiel sagen? Bolti, Jeb, Fabi. Naja, wieder erwartend hat Rensing ja doch gespielt. Ja. Okay, ja. Aber ich habe halt auch nur die Zusammenfassung gesehen, weil bekanntlich Frankfurt-Dortmund parallel war. Das habe ich natürlich im Einzelspiel geschaut. Und in der Zusammenfassung hatte sogar Düsseldorf die besseren und mehr Chancen als Hoffenheim. Also es war wirklich schmeichelhaft für Hoffenheim als Heimspiel, ist die da einen Punkt geholt haben. Fabi, würdest du was zu Rensing sagen? Ja, gut, war okay. Er holt sich zum Glück von seinem Fehler. Du weißt schon, was du in der letzten Folge gesagt hast. Ja. Ja, gut, okay. Das ist bewusst, dass das ein Fehler war, der ein Tor nicht passieren darf. Nein, was hast du denn letzte Folge gesagt? Und das ist sein kann, dass er nicht spielt. Aber er dürfte wieder spielen. Ja. Das ist natürlich immer eine Frage vom Trainer und vor allem wieder. Torwart das mental halt mitnimmt. Er hat es anscheinend gut mitgenommen, von daher kann er dann auch wieder spielen, alles gut. Warum sollte er es auch nicht einfach einstecken? Weil, nochmal, er hat ja die Spiele davor, die Spiele davor, Bolti, möchtest du noch was sagen dazu? Gut. Leverkusen gegen Bayern. Ja, das war spannend, nicht wahr? Ja, Puffy. Ja, letztendlich so ein bisschen, was ich ja auch in den, wo ich davor, also nicht den Check davor, sondern davor gesagt hatte, wo alle schon gerübelten, ja, wie toll die Bayern denn gegen Hannover waren, sage ich, ja, sie haben immer gute Phasen, aber die Anfälligkeit hinten bleibt. Und das hat sich halt in dem Spiel, hat man es gesehen. Also sie führen 1-0 zur Halbzeit, waren schon die bessere Mannschaft, aber nicht jetzt überragend und kommen aus der Halbzeit halt raus und Leverkusen zieht richtig auf und legt halt die Schwachpunkte der Bayern gnadenlos offen. Also der Freistoß von Bailey sah gut aus. Vielleicht, wenn Ulreich, der ja im Tor war, weil Neuer ja verletzt ist, wenn er vielleicht den Schritt nicht in die Mitte macht, sondern gleich nach rechts, dann hält er ihn vielleicht. Aber insgesamt der Sieg am Ende hochverdient für Leverkusen. Borti, hast du rein zufällig irgendwie eine Statistik an der Hand, wie viele Gegentore die Bayern in Halbzeit 2 kassieren? Nein. Schade, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bayern auch gegen Dortmund haben die auch in der ersten Halbzeit... dass die Luft ausgeht nachher. Ja, dass das ab der 60. die Gegner anfangen, dann, ne, wenn die da nochmal eine Schippe drauflegen, dann wird es echt hart, sofern der Gegner dann eine Schippe drauflegen kann. Hannover konnte es ja zum Beispiel nicht. Ja, und wenn du da zur Halbzeit ja, ne, mit einem 0-0 in die Halbzeit gehst oder mit einem 1-0 Rückstand... Ich habe das Gefühl, die Bayern sind nicht für 90 Minuten geschaffen diese Saison. Aber ich war eben mal so vorhin, habe gegoogelt. Wenn man jetzt nur die zweite Halbzeit nimmt, 24 zu 15 Tore bei Bayern.
gut, aber 15 ist relativ viel, ne? Wie wir haben sie insgesamt gekriegt? 23. Naja. Schon so. Und bezeichnet halt letztendlich, du hast bei dem, wann war das, das 2-1? Ich glaube, da war es das 2-1. Da hast du halt gesehen, also wenn Hummels einen Sprint anzieht, also tut mir leid, da ist meine Omi ist genauso schnell, glaube ich. Beim 2-1 hat Hummels, da frage ich mich immer noch, was Hummels denn überhaupt gedeckt hat. Ja, das ist also... Der war ja meilenweit da weg vom Zentrum. Das ist... Ja, ist nicht gut. Aber warum war das am Anfang kein Handspiel von Hummels? Das musst du Köln fragen. Das war ganz klares Handspiel, welches ein Elfmeter. Hatten wir uns nicht geeinigt, dass wir über den Keller da nicht mehr reden, oder? Nö, haben wir uns nicht geeinigt. Reden wir. Denn in dem Spiel gab es noch ein bisschen mehr. Das Handspiel von Hummels habe ich gar nicht gesehen. Egal. Ja, so war am Anfang. Es gab ja noch ganz klar. Es gab ja noch die Geschichte mit dem 2-0 von Lewandowski. Ja, war halt abseits, ne? Wenn es abseits ist, ist es abseits. Ja, hauchzart und gab es halt viel Diskussion. Herr Kovac war ja auch nicht ganz so zufrieden und ja, das war schon echt hauchzart, aber abseits, ja. Und dann beim 3-1 war es auch hauchzart. Aber anscheinend kein Abseits, oder? Ich meine, ich verstehe dann Kovac auch nicht oder allgemein das Gelaber. Was wollen die denn? Das ist halt auch mal jetzt gegen Bayern was gepfiffen worden. Sowas kommt mal vor. Es ist viel zu selten passiert. Ja, aber den Elfmeter haben sie halt vergessen. Und das war gleiche Situation in Augsburg. Da gibt es den Elfmeter ohne Videoschiedsrichter. Ja, natürlich vergisst du die Szenen, die gegen dich gewertet werden könnten. Die darfst du nicht erwähnen, sonst macht es keinen Spaß. Mensch, Jepp. Irgendwas wollte ich aber dazu noch sagen, zum Thema. Achso, das Schiri-Gespann hat aber beide dieser kritischen Szenen, also die beiden Abseits-Szenen, richtig bewertet. Also hätten wir ja gar keinen Videobeweis gebraucht. Und da bin ich dann jetzt nochmal genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Manches ist arschknapp. So, dann ist natürlich die Frage, wann findet die Ballberührung beim Pass statt? Ja, und dann musst du ja wirklich mit ich weiß nicht, wie viele Bilder die Sekunde irgendwie auflösen können und so. Aber in dem Fall, weil halt die beiden Schiedsrichter ja auch wirklich, oder das Gespann, die beiden Linienrichter in dem Fall, richtig reagiert haben, bin ich immer noch weiterhin, um vielleicht der Regel auch ein bisschen Herr zu werden und gerade bei kniffligen Situationen zu sagen, ist schwer zu entscheiden, bin ich immer noch der Meinung, dass das System, was wir im Football haben, Sinn machen würde. Ne? Und zwar, dass die Entscheidung steht und dann, wenn halt definitiv oder ja, wie denn, kein Beweis gefunden werden konnte, dann steht die Entscheidung vom entweder Linienrichter oder vom Schiedsrichter. Da machen diese Aufgaben von den Leuten auf dem Feld, die machen dann auch wieder Sinn irgendwann mal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, haben wir ja schon am Anfang der Saison oder am Anfang letzte Saison, glaube ich, schon drüber geredet, die können ja einfach da rumlaufen und warten, bis dann Köln korrigiert. Ich finde, ein bisschen sollte der Schiedsrichter dann auch einen Sinn erhaben da. Oder halt, dass Köln überstimmt. Oder halt das, was gab es noch? Stand, overturned und... Confirmed. Genau, bestätigt. Ne? Dass man einfach sagt, nö, hier, ne, Schiedsrichter hat richtig gehandelt und wir bestätigen. Ja, das wäre das Abseitsding gewesen, ne? Ja. Stand wäre zu wenig Beweise, oder? Ja, Stand ist dann, wenn es nicht genügend Beweise gibt oder keine Bilder gibt, ja, um den Call zu überturnen oder zu ändern. Confirmed, wenn es halt richtig ist und Change, wenn es halt falsch war. Ja, dann brauchst du Confirmed und Stand, brauchst du beides gar nicht und sagst du einfach Stand. Steht. Entscheidend ist, Schiedsrichter steht, weil wir sehen jetzt keinen krassen Gegenbeweis irgendwie, sodass wir sagen können, wir müssen überstimmen. Das würde schon Sinn machen. Ne? Weil dann kannst du auch bei so hochzarten Dingern, kannst du auch einfach mal sagen, Leute, die Fahne war oben, wir sehen jetzt hier trotz unserer, weiß ich nicht, wie viele Frames pro Sekunde, irgendwie sehen wir nicht, genau ist jetzt der Ellenbogen bei der, ist ja nicht mehr Ballabgabe, sondern bei der Berührung des Balls zum Pass. So ist ja, glaube ich, jetzt die Regel auch irgendwann mal angepasst worden. Ne? Also es ist ja immer die Frage, wann hat der Ball den Fuß des Passspielers verlassen? Aber ist ja gar nicht mehr die Frage. Es gilt ja die erste Berührung des Balls, wenn der Pass gespielt wird. Irgendwie so. Ich habe mich aufklären lassen letztens.
Für euch neu oder? Für mich war es auch neu. Sagt, dass das für euch auch neu war. Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Also es ist nicht mehr, früher habe ich immer gesagt, wenn der Ball vom Spieler, der den Pass spielt, wenn der Ball den Fuß verlässt, in dem Moment gilt, ne, die Momentaufnahme ist der anspielende Spieler im Abseits oder nicht. Aber es ist nicht mehr so. Es ist in dem Moment, wo der Fuß den Ball vom Passspieler berührt und daraus folgt dann der Pass. Richtig, Bolti? Ja. Fabi? Ja. Du wusstest das? Wahnsinn. So aber es immer noch im Kopf drin, ja. Jeb? Ich bin immer noch dabei, ist das, wenn der Pass gespielt wird, weil wenn er den erste Berührung macht, wenn er den Pass spielt, wie willst du das definieren? Der läuft noch 10 Meter und hat 10 Meter vorher den Ball das erste Mal berührt, dann ist er darum ja die Einschränkung mit dem Pass. Also wenn du dribbelst, das Entscheidende ist der Impuls des Fußes, den Pass zu spielen. Das ist das Entscheidende. Der Impuls gegen der erste Impuls, der du kannst ja auch einen Pass spielen, wo du ihn mehr als den Ball mehr als einmal berührst. Also hast du dann noch diese, was weiß ich, 200stel Sekunden, bevor er den Ball Fuß verlässt. Also also der Kontakt mit dem Fuß, der zählt schon. Genau. Es muss nicht den Ball nach vorne gespielt haben, also muss nicht den Fuß verlassen haben. Korrekt, weil der Ball verformt sich auch und dann kannst du das ja gar nicht wirklich feststellen. Deshalb hat man irgendwann mal gesagt, es zählt der erste Kontakt beim Pass. Genau. Wenn du vorher dribbelst, interessiert das keine Sau. Ja, aber wenn du dann in dem Moment, ne, mit dem rechten oder mit dem linken dann den Pass spielst, da zählt dann der Kontakt zwischen Fuß und Ball und wo der habe ich nicht gewusst, fand ich interessant. Im Kopf ratterte es dann aber so, wo ich mir dachte irgendwie, boah, dann habe ich aber verdammt viele Situationen in den letzten Wochen, Monaten für mich anders bewertet oder hätte ich anders bewertet, aber gut. Wo waren wir denn jetzt? Achso, ja, Abseitssituationen und was man verbessern könnte, Leverkusen gegen Bayern, will noch einer was zu dem Spiel sagen? Bestimmt. Ne? Das ohne Havertz übrigens. Ne? Der war ja verletzt, glaube ich, relativ früh raus. Ne? Also ich glaube sogar beim Stand noch von 1-0 Bayern müsste der schon runtergegangen sein. Nee, der ist runter, glaube ich, da stand noch 0-0. Der stand so 0-0 sogar. Ist das so? Glaube ich. Warte mal. Ich glaube schon. Ja, müssen wir mal gucken. Das können wir ja mal. Havertz ist runtergegangen. 45. plus 1. Okay, dann doch zur Halbzeit. Ja, da stand es dann tatsächlich schon 1-0. Genau. 1-0, ja, okay. Ja, Fabi, was? Komm, hau mal raus hier. Ja, also beide Teams standen sehr offensiv, sind viel Risiko gegangen, hatten dadurch auch viele Chancen tatsächlich. Bayern hätte ja auch in der ersten Halbzeit noch das 2-0 machen können. Chancen waren definitiv da. Machen sie nicht, so bleibt das Spiel offen. Zweite Halbzeit nutzt dann Leverkusen ihre Chancen. Gewinnt dann am Ende auch verdient. Aber wie gesagt, beide standen sehr viel Risiko gegangen, hätte auch umgekehrt passieren können, hätten die Bayern ihre Chancen besser genutzt. So sind Leverkusen die Glücklichen am Ende und gewinnen verdient das Spiel. Oh, guck mal, der Kicker gibt Stieler die Note 5. Hätte das Handspiel von Hummels erste Minute mit Strafstoß ahnen müssen. Insgesamt nicht souverän bei der Bewertung von Zweikämpfen und bei persönlichen Strafen. Ja, okay. Ich kann mich an das Handspiel nicht erinnern, aber gut. Jepp, möchtest du noch was sagen? No, ich hatte ja gesagt, schon letztes Mal bei der Prognose, wie ich das sehe, ist Leverkusen da mindestens einen Punkt holen könnte, wenn es so läuft wie die letzten Wochen. Und ja, sie da, sie haben 3 Punkte geholt. Sie da, sie haben 3 Punkte geholt. Und du hast im Tippspiel aber nicht den Arsch in der Hose gehabt, oder? Doch. Ich habe 2-2 getippt. Also ich sehe es gerade, erinnert er. Also, ja, knapp. Also ich bin nicht auf die Bayern gegangen, wie wahrscheinlich 90% der anderen. Ja, da war ich auch wirklich, ich muss ja hier viel mehr Safety-Tipps mittlerweile machen. Und trotzdem wurde ich ja wieder verarscht hier. Vor allem von Stuttgart und von Bremen. Die Vollidioten. Machen mich richtig aggro. War sowieso ein ganz komisch zu tippender Spieltag. Hätte Tonno seine Freundin nicht wieder tippen lassen, ja, wäre er nämlich auch in unserem Bereich. Also alle hier so, ne, von 0 bis 5 Punkte war schon, also 5 Punkte waren schon echt gut an diesem Spieltag. War eigenartig. Aber gut, wo waren wir? Da möchte keiner mehr was zu Bayern gegen Leverkusen sagen. Überlege gerade, ob es da noch irgendwas gab. Ja, Nö. Nö. Das war dann aber tatsächlich auch positiv für das nächste Spiel, zu dem wir jetzt kommen, nämlich Frankfurt-Dortmund für den BVB. Die dachten sich nämlich dann, hey, geil, ne, wenn wir hier schon nicht gewinnen können in Frankfurt, dann ist dieser Punkt in Frankfurt durchaus ja doch noch was wert. So, pass auf, Frankfurt-Dortmund mache ich mal ganz kurz und dann kann der Jab nachlegen.
Dieses Spiel hätte Sieg Frankfurt, Sieg Dortmund und unentschieden ausgehen können. Und ich denke, unentschieden jedes passt. Spiel. Nee, im Nachhinein. Im Nachhinein, klar, von Minute 0 kann jedes Spiel ausgehen. Aber dieses Spiel hätte im Nachhinein, also sagen wir so, hätte Frankfurt gewonnen, wäre das okay gewesen. Hätte Dortmund gewonnen, wäre das aus meiner Sicht okay gewesen. Und unentschieden ist auch absolut in Ordnung. So, und jetzt darf der Jab. Ja, also Bürki hat ein gutes Spiel gemacht. Also der überrascht mich die Saison. Ich hätte nie gedacht, dass Bürki mal ein Torhüter wird, wo ich sage, okay, der hat schon gehobene Klasse. Normalerweise habe ich gedacht, dass es bei Dortmund eines der großen Schwachstellen ist. Reus hätte der eine von seinen drei Chancen nach dem 1-0 noch gemacht, dann wäre das auch anders ausgegangen, das Spiel. Allerdings muss man halt auch sagen, ist der Costa in der dritten Minute schon das Tor machen kann. Ja. Und Rebic hatte auch noch zwei, drei Torchancen, wo man sagt, oh, gut, wenn der da eine reinmacht, kann sich Dortmund auch nicht beschweren. Aber unentschieden ist absolut in Ordnung gewesen. Ja, dieses Spiel konntest du auch, also die erste Halbzeit war sehr geil. Zweite haben beide Mannschaften dann so gesagt, okay, jetzt spielen wir dann doch mal ein bisschen nicht mehr ganz so Harakiri. Ja, Harakiri war es auch nicht in der ersten Halbzeit, aber vielleicht nicht mehr ganz so offensiv. Vor allem die Stuttgarter, vor allem die Frankfurter haben ja, glaube ich, irgendwie Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, war sehr, sehr wenig. Aber wenn sie den Ball hatten, war das schon durchaus mit Sinn und Verstand. Aber das Spiel konnte in der ersten Halbzeit so schön in Phasen einteilen, ne? Also die ersten 30 Sekunden Dortmund, der war ja, ging ja direkt los, irgendwie, wo Reus da eigentlich durch war. Ich weiß nicht, warum er da kein Tempo hinbekommt oder so, das war schon erstaunlich. Dann Frankfurt irgendwie bis, weiß ich nicht, so 20., 22. Mit sehr vielen Anteilen, sehr vielen Chancen auch. Ja, mit sehr vielen Chancen, aber ne, sehr viele gefährliche Situationen, wo vielleicht dann auch noch mehr Chance hätte draus entstehen können. Das, der Costa-Ding, klar, da kam Bürki, glaube ich, mit der Fußspitze noch irgendwie dran, oder? Ja, der hat zweimal mit der Fußspitze gehalten, einmal gegen Rebic, einmal gegen der Costa. Ja. Und danach wieder BVB, und zwar richtig BVB, dann ja auch mit dem Tor, glaube ich, und danach... Ja, das Tor und dann die drei Chancen noch von Reus, einmal mit Latte, einmal irgendwie an Trapp gescheitert, einmal knapp vorbeigeschoben. Ja. Also wenn es dann irgendwie 2-3-0 für Dortmund steht nach den Reus-Chancen, kann sich auch niemand beschweren, weil da waren sie einfach mal phasenweise besser. Und in der zweiten Hälfte hat die Eintracht weniger zugelassen und dann ist es am Ende hin und her geplätschert. Also es gab ja auch nicht so die Riesenchancen mehr. Dortmund hatte dann noch den Freistoß kurz vor Ende, der nochmal richtig knapp wurde. Und wie gesagt, Rebic hat halt auch ein paar Mal aufs Tor geschossen, einmal das Außennetz getroffen, einmal Bürki wieder gehalten. Also ist okay so. Ist okay so, sehe ich auch. Erste Halbzeit, wie gesagt, hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Ich bin jetzt mit der gelben Kartenverteilung nicht ganz so einverstanden, aber gut, da ist ja, muss ich mit leben. Ne, ich meine, wenn eine Mannschaft 6-mal foult und 2 gelbe Karten bekommt und die andere 15-mal und nur 2 gelbe Karten bekommt, klar kann man immer noch sagen, ja, die Härte des Fouls oder ne, ob es ein taktisches war, ist entscheidend. Für mich persönlich, die Linie, die er dann hinterher durchgezogen hat, hätte er die in der ersten Halbzeit durchgezogen, hätte Rode irgendwo so um die 35. rum das Spielfeld verlassen müssen. Aber gut, trotzdem war es kein hartes Spiel. Hat Delaney eigentlich eine gelbe gekriegt? Wer? Ja, Delaney hat eine gelbe gekriegt. Er ist gesperrt für nächstes Spiel. Weil irgendwie war ja ein taktisches Foul, was er dann noch irgendwie weiterlaufen lassen hat. Ja, aber da gab es keine Auflösung, ob er dafür die gelbe Karte gekriegt hat oder nicht, weil doch, hat er bekommen. Hinter so, ja, weiter spielen. Und pass auf, Weigel hat angeblich die gelbe Karte in der zweiten Halbzeit bekommen wegen Ball weg, ne, schießen oder so. Wo ich mir dachte, oh, das ja, ist nicht sein. Schlecht, weil das hat jeder Frankfurter vorher, jedes Mal, wenn Freistoß war, immer noch den Ball weggetippt. Ne? Jeder hat rumgemeckert und reklamiert, mehrfach wurde Hand reklamiert, wo die Hand nicht mal ansatzweise da irgendwie mitgespielt hat. Hat mich schon ein bisschen aufgeregt, dann die Kartenverteilung so zu gestalten. Aber gut, war kein hartes Spiel. Es war zwar physisch von Seiten der Eintracht, aber das geht schon in Ordnung. Ich finde auch das, was mit Sancho abgegangen ist, gut. War auch gut. Also taktisch gesehen haben sie ihn den Spaß genommen, relativ früh, indem sie halt jedes Mal, wenn er eine Ball hatte, ihn gezogen haben oder sonst was, ne, gab es auch kein Gelb für. Doch, Moment. Doch, es gab recht früh, glaube ich, Gelb, ne? Und zwar für Fernandes hat relativ früh gekriegt und Roda hat auch noch irgendwie Mitte der ersten Hälfte, glaube ich, die Gelbe gekriegt. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ne, das haben sie schon ganz geschickt gemacht. Da immer mal jemand gezogen oder so. Und ziehen ist anscheinend nicht immer ziehen. Für mich ist ziehen oder Trikot ziehen immer gelb, aber.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwie die Regelung, die ja geändert wurde oder so. Ja gut, aber dann hast du irgendwie nur noch 8 gegen 8. Ja, dann ist das so. Entschuldigung, dann ist das so. Entweder ich stelle Regeln auf und ziehe die durch, ja, und dann muss ich mir auch definitiv auch diese Geschichten hier von wegen, das betrifft jetzt alle Mannschaften. Reus kann das auch immer super, ne? Dieses, es wird Freistoß gepfiffen und dann wird dann irgendwie noch der Ball weggestipselt irgendwie und dann wird noch reklamiert und den Ball blockiert und so. Ball blockiert und all so Geschichten, ja, führt den Scheiß wie bei Handball ein. Wenn gepfiffen wird, hast du den Ball hinzulegen auf den Punkt, der darf sich nie mehr bewegen und dann hast du dich davon zu entfernen. Tust du es nicht? Bist du runter. Gut, nur eine Zeitstrafe, aber dann bist du so. Und dann würde ich gelbe Karten verteilen. Die ganze Zeit. Bis die kotzen. Ich glaube mir, nach 3 Spielen sehen wir diese Abartigkeiten in diesem Sport gar nicht mehr. Weil sie sich das nicht mehr erlauben können. Mir ist scheißegal, ob da nur noch 8 Leute auf dem Feld steht. Schiri, vor dem Spiel würde ich konkret sagen, pfeife ich, ja, und irgendeiner von der gegnerischen Mannschaft toucht dann noch den Ball an, gibt es die gelbe Karte. So. Und dann habe ich die Spieler vorgewarnt. Alle zusammen. Und dann mache ich das. Und dann mache ich das ein Spiel und dann mache ich das 2 Spiele. Am 3. Spiel wette ich, dass keiner mehr den Ball antatscht. Und das ärgert mich, aber das siehst du ja in jedem Spiel. Das hatten wir letzte Woche auch, dass die Leute sich immer auf den Ball werfen und den dann erstmal festhalten. Egal, ob es faul war oder nicht. Ja, sie stolpern halt, schmeißen sich auf den Ball. Normalerweise müsste es dafür auch jedes Mal die gelbe Karte geben. Ja, natürlich. Oder nehmen den Ball einfach 12,5 Meter mit und legen den einfach weiter weg ab. Ja, aber das war ja anscheinend selbst ein Schalker, der das gemacht hat. Was auch. Egal. Kommen wir denn dazu? Also das war jetzt eine allgemeine Geschichte. Genau, bei Gelsenkirchen gab es ja richtig Trara noch wegen so einer Geschichte. Es gibt so ein paar Eigenarten und Abartigkeiten in diesem Sport, wo ich finde, wenn man da mal erzieherische Maßnahmen konsequent durchziehen würde, mit Linie, jeder Schiri, der darf nicht sein, oh, heute habe ich Fingerspitzen geschwimmt. Nein, konsequent von Sekunde null an würde ich den Scheiß pfeifen und mit Gelb ahnden, so wie es im Regelwerk ist und dann gucken wir mal, wie es in Zukunft aussieht. Würde den Sport verschönern. Ja, den Sport verschönert hat das Spiel Hertha gegen Wolfsburg nicht. Oder will der Puffy noch was zu Frankfurt Dortmund sagen? Nee, ich hab fast das Spiel genossen. Ich fand's gut. Unterhaltsam. Also ein schönes Spiel eigentlich. Ja. Olti, wolltest du da noch was sagen? Nö. Echt nicht? Okay. Nö, ich könnte noch was sagen. Ja, aber dann mach mal. Ja, ich finde, man hat ja indirekt auch schon gesagt, in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass beide Mannschaften sich indirekt gesagt haben, ja, unentschieden aus Dortmunder Sicht jetzt gegen Frankfurt oder aus Frankfurter Sicht unentschieden gegen Dortmund, kann man mal mitnehmen. Ja, ich glaube, dass beide dann, ich will nicht sagen, in so einem Verwaltungsmodus gegangen sind, aber beide haben das Risiko deutlich runtergeschraubt. Ja, und gerade dann, nachdem die Dortmunder das Ergebnis auch aus Leverkusen gesehen haben, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, nehmen wir lieber einen Punkt aus Frankfurt mit, anstatt hinten noch eins zu bekommen, weil am Ende kann der Punkt Gold wert sein. Und das dann meiner Meinung nach auch den nächsten Step, den du machen kannst, ja, oder machen musst, dass du nicht ins offene Feuer rennst und dir dann noch das 2-1 abholst und dann wirst du nochmal ausgekontert, sondern nimm den Punkt mit gegen eine, wie gesagt, Frankfurt extrem gute Mannschaft, ja, die auch jedes zweite Spiel gewinnen in der Liga, die durch die Europa League marschiert sind, da musst du erstmal punkten. Also von daher ist das auch so ein Punkt, den ich als Reife abtue, was halt schon wichtig war und was auch ein Zeichen für Bayern war, dass du so ein Spiel, was du auch, wie du schon sagtest, hättest verlieren können, nicht verlierst. Ja, gut. Also, Werbung für den Fußball, Hertha gegen Wolfsburg waren wir, war auch nicht viel, jetzt kann der Puffy doch mal anfangen. Ja, Hertha gegen Wolfsburg, ein Knüller im Olympiastadion, ich glaube, sah wieder sehr, sehr leer aus, ist aber nichts Ungewöhnliches bei Hertha. Hertha hat es versucht, sind natürlich in ihren Mitteln dann irgendwie schon begrenzt, ne? Sie versuchen es zumindest, manchmal versuchen sie es ja nicht mal, also gerade letzte Saison. Wolfsburg macht dann den Siegtreffer durch, das war doch der Lange wieder, wie heißt der Belgier? Weghorst. Ja, lass den Bolti den Namen sagen, ja. Weghorst. War ein verdienter Sieg, also ich fand Wolfsburg war von zwei durchschnittlichen Mannschaften die bessere. Ehrlich? Ja. Fand ich. Hatten die nicht nur die eigene Chance? Gefühl? Nee, die hatten mehr. Ich finde Wolfsburg generell nicht schlecht. Zum Beispiel der Linksverteidiger gefällt mir. Roussillon. Ja.
Vorm Tor ist er manchmal ein bisschen fickrig, ne? Also da verzweifelt er. Ne? Da könnte er ein bisschen, wenn er ein bisschen kühler wäre, weil er sehr, sehr schnell auch ist, dann hätte er ein paar Saisontore mehr. Ich glaube, er hat das nur eins oder so. Aber den finde ich halt gut. Ich finde generell den Kader von Wolfsburg nicht so schlecht und selbst der von mir nicht so geliebte Bruno macht es nicht schlecht diese Saison. Also ja, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wir hatten ja vor der Saison, manche hatten sie ja ganz weit unten gesehen. Ich sage, wenn es günstig läuft, können die vielleicht sogar nächstes Jahr Europa spielen. Nee. Also, halt ich sage, wenn es günstig läuft. Nee. Mhm. Bruno Labbadia. Ja? Nee. Nicht ja. Nee. Mhm. Selbst Fabi sagt, Jepp. Ich halte nichts von Wolfsburg. Das habe ich ja schon letztes Mal schon gesagt, aber Europa werden sie nicht machen, aber das Spiel war, ich hatte ja 1-0 für Hertha getippt, es ist irgendwie so in der 85. Minute das Tor fällt, ist halt andersrum gekommen. Nach der Zusammenfassung hatte Wolfsburg sogar mehr Chancen und es war nicht unverdient, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich habe genauso getippt wie du. Ich habe auch 1-0 Hertha getippt und dachte, irgendwie so ein Gammelding am Ende oder so, ne, dass Selke da einen reinmacht, hätte er ja fast auch noch zum Ausgleich gemacht. Aber, ja, nee. War kein schönes Spiel. Nürnberg-Bremen, war das ein schönes Spiel, Bolti? Nein. Nein, warum nicht? Weil es genauso schlecht war wie Hertha gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war noch schlechter. Also in der Zusammenfassung hatte die Bremer hatten eine Torchance, haben das Tor daraus gemacht. Die Nürnberger hatten zwei Torchancen und haben auch nur ein Tor gemacht. Das war die Zusammenfassung. Ja, auf die gleichen Chancenanzahl wie in Berlin. Ja, Wolfsburg hatte mehr und Berlin hatte irgendwie in den letzten 10 Minuten, glaube ich, noch zwei, die man machen könnte oder müsste. Also wenn das 1-1 ausgeht in Berlin, wäre es auch nicht schlimm gewesen, aber Nürnberg-Bremen war nochmal ein Highlight ins Negative. Ja. Aber wir sind uns einig, das war keine Werbung für den Fußball. Wir beide spielen nicht. Ja. Aber der Super Bowl ja auch nicht, also passt das. Und Nürnberg, ja, Ishak, ne? Ja, und der wurde sogar nur eingewechselt. Yep. Ja, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder vorletzte Woche. Das wird denen auch nicht helfen. Dieser Punkt wird denen auch nicht helfen. Die nächsten Spiele werden auch wieder so aussehen und dann macht Ishak nicht das Tor und dann gehst du auch mit Null wieder runter und so weiter und so fort. Nee. Nürnberg, so im Fußball kriegst du aber keine Punkte in der Bundesliga. Doch, hast du. Wir haben Angst. Doch. Hast du einen Punkt bekommen. Ja, so. Ein Punkt. Wow. Gelsenkirchen gegen Gladbach, das Samstagabend-Topspiel der Woche. Ja, war es denn auch ein Topspiel? Ich fange mal an. Nein. Gladbach hat am Anfang tatsächlich anständigen Fußball gespielt. Ein paar schöne Kombinationen. Und dann, ja, plätscherte es so vor sich hin. Gelsenkirchen hatte auch hin und wieder mal so ein paar Ansätze dabei. Für mich aktivster Spieler Bentaleb bei Gelsenkirchen. Immer anspielbereit, zentral mit einigen Versuchen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, dass ich habe 2-0 für Gladbach getippt. Und habe ich doch, oder? Warte mal. Meinen, da habe ich doch, ja. Und so kam es dann auch. Ich hatte die ganze Zeit, also Hazard hat ordentlich gewirbelt in vielen Szenen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, kann eigentlich nur ein Sieg Gladbach werden. Und ja, gut, durch die rote Karte hier für Nübel berechtigt. Ich weiß nicht, warum sie da protestiert haben, habe ich nicht verstanden. Es war ganz klar rot, Entschuldigung. Absolut. Ja. Ja, die Proteste waren ja, weil der Freistoß angeblich irgendwie 10 Meter, 12 Meter ausgeführt wurde. Nur das Problem war ja irgendwie, einer von Schalke hat den Ball anscheinend dahin gelegt und der hat halt gemeint, okay, führe ich ihn halt hier aus, wenn du mir dahin legst. Das war ganz lustig, war natürlich dann noch ein Thema bei Montora und wir haben ja da immer so einen Experten von Sky da, also Experte mal in Anführungszeichen setzen. War gestern Fjordhoff da, Jan Orge, der alte Norweger. Und ja, er ist lustig. Auch in der Szene war er lustig. Alter Frankfurter, oder? Ja, war mal bei Frankfurt. Und er meinte halt zu der Szene, der Schiedsrichter hat sich gedacht, dann nimmt der Dummkopf bestimmt den Ball, also das hatte er so gesagt, dann nimmt der Dummkopf den Ball mit, legt ihn einfach 12 Meter weiter zu seinem eigenen Tor hin. Warum soll ich das abpfeifen? Mhm. So, aber ich mir gedacht, verständlich, ne? Im Endeffekt ist das hat Gurdi vorhin schon mal angerissen, was Sané macht, den Ball aufnehmen, einen schnellen Freistoß finden, ist eigentlich gelb. Ja, weil es unsportlich ist. Ist aber eine Fußball-Sitte, das Spiel so zu verzögern. Und ganz ehrlich,
Ich sage das jetzt nicht, weil es Gelsenkirchen ist, sondern ich hätte das aus Schiedsrichter Sicht auch nicht zurückgepfiffen. Ja, der Schiedsrichter hat immer noch ein bisschen Handlungsspielraum oder Ermessensspielraum und er kann, wenn er sagt, das ist okay für ihn, dann ist es okay für ihn. Ja, ich glaube, wir hatten so eine ähnliche Szene mal bei Dortmund gegen Leverkusen letzte Saison, glaube ich, wo ein Strafraum, wo ein Foul in der eigenen Hälfte auch 10 Meter weiter vorne ausgeführt wurde, wo es dann Tor gefallen ist. Da gab es auch Proteste und auch dort hieß es dann auch von vielen, ist halt Ermessungsspielraum des Schiedsrichters. Ja, wenn er das abweichen möchte, kann er. Er kann es aber auch laufen lassen. Und ich finde, gerade wenn du den Ball mitnimmst, das Spiel verzögern willst, dann hast du gelitten. Ist es irgendwo die gerechte Strafe? Und ich kann schon die Proteste verstehen. Ja, waren 12,40 Meter weg vom Foul. Aber lass diesen scheiß Ball doch einfach liegen. Aber ich kann die Proteste halt bei dem Foul von Nübel nicht verstehen. Wie die, ich auch nicht, aber ich glaube, die Proteste, hat der Jepp auch gerade schon gesagt, ging gar nicht so gegen das Foul von Nübel. Doch, sondern auf das, dem Feld noch, während des Spiels, okay. Habe ich keinen Kontorer gesehen. Ja, da sind die Gelsenkirchner da alle hin und dann, hier, und ich denke so, was, Und dann siehst du nochmal die Karte. Ja, die wollten halt entsprechend die rote Karte vermeiden, wollten sagen, ja, der ist doch eine kleine, klare Torchance und den hätte er ja eh nicht mehr gekriegt, den Ball. Es reicht gelb. Naja, das wollten sie halt machen, aber eindeutig ist das eine rote Karte, ist es klar gewesen. Also. Ja. Wir hätten noch eine bekommen können, wenn man ehrlich ist. Bender Lips Foul, auf offene Sohle, fast auf Kniehöhe, ich weiß nicht mehr, gegen. Also, da hätte man auch über Rot diskutieren können. Aber dafür, dass die rote Karte war, die 58 Minute, 59 Minute, ist Gladbach dann so lange gebraucht hat, bis das Tor fällt. Also die haben ja wirklich erst in den letzten 10 Minuten die Tor geschossen. 85. und was war das? 90 plus 1. Ja, ja. Und das 1-0 war ja noch so ein abgefälschtes Eierding von Kramer. Ja gut, da war ja der neue englische Superstar, den sie gekauft haben. Matondo, der einfach Hazard irgendwie angeschaut hat und meinte, nö, Zweikampf führe ich nicht. Mach mal, ich kenne deinen Bruder, lauf mal durch. Komm. Ja, Hazard war ordentlich am Wirbeln, hat mir gefallen. Ich habe da natürlich ein bisschen mehr meinen Blick drauf gerichtet. Ne? Weil du denkst, er kommt, ne? Viele denken das, ne? Und dann guckt man sich dann mal an. Also es war, hat ja im Endeffekt beide Tore dann vorbereitet. Ne? Kannst du so machen. Ja, mehr müssen wir, glaube ich, hier. Gibt es da noch mehr zu sagen, Fabi? Nö, ihr habt alles gesagt. Forward-Wechsel jetzt wieder, Fährmann gegen Bayern. Ja, muss ja, ne? Also, Nibelatz ist ja freiwillig ausgewechselt, also. Ja, fair. Ja, Fährmann soll ja jetzt auch das Pokalspiel spielen. Ja. Aber sobald die Rotsperre abgesessen ist, soll Nübel wieder ins Tor. Wer weiß, der Fährmann hält einfach gegen Bayern einfach mal alles. Und dann, ja. Tedesco hat schon gesagt, dass er Nübel ist jetzt Nummer 1. Ja, schon. Und da ändert auch die rote Karte nichts dran. Augsburg-Mainz. Jo, Elfmeter. Schöner Konter. Ja. Fertig. Aber Mainz war aber auch katastrophal schlecht. Die hatten aber keinen richtigen Torschuss, wo man auch nur ein bisschen zittern müsste. Also es war ganz schlecht. Der Augsburg hat das komplette Spiel dominiert, waren die einzige Mannschaft, die überhaupt Fußball gespielt hat. Bei Mainz waren dauernd irgendwelche Fehler, irgendwelche Fehlpässe, schlechte Zweikämpfe und das summiert sich dann halt. Und da können sie froh sein, dass es nur 3-0 ausgegangen ist. Das war die schlechteste Leistung von Mainz in der kompletten Saison bisher. Und das müssen sie ganz schnell abhaken. Die können echt froh sein, dass sie schon so viele Punkte haben, dass das jetzt nicht schlimm ist, dass sie mal so ein scheiß Spiel haben. Aber davon müssen sie jetzt ganz schnell wieder weg. Ja, ist nicht. Gut, jetzt hier kommen ja keine Zeit. Ich glaube, die müssen ganz schnell davon weg. Ja, meinst du, die müssen ganz schnell? Finn Bogason ist ja nicht 30 geworden an dem Tag? Ja. Kann man schon mal drei Tore machen? Am Freitag. Freitag. Okay. Ja, aber, ne? Kannst du mal einfach so sagen, so, machen wir mal Hattrick hier. So, also. Ja, gut, die 2 Elfmeter zähle ich nicht zum Hattrick normalerweise. Ach, er hat zwar 3 Tore gemacht, aber... Zählen. Ich glaube, mehr müssen wir da, ne, war recht eindeutig, ne, oder? Da müssen wir jetzt nicht so viel drüber verlieren. Wir haben nämlich keine Zeit. Nee, das war der Lehmann-Effekt. Aber Mainz muss das schnell abschütteln, ne, Fabi? Ja. Ja. So, Stuttgart gegen Freiburg. Ja. Da habe ich 2-1 in Stuttgart getippt, weil ich mal mutig war. Ja, und dann gehen die kurz vor Ende 2-1 in Führung. Und ich denke so, ja, yeah, das ist ein wichtiger Dreier. Da wäre ich punktgleich wieder mit dem Tippkick Ersten gewesen. Und was machen die? Nö. Lassen sie noch einen reinhauen. Blöde Stuttgart. Ja gut, aber das war mehr als verdient, das 2-2. Mag sein, aber dennoch habe ich mich geärgert. War es mehr als verdient, Balti? Weiß ich nicht, ich habe überhaupt nichts von diesem Spiel Puffy gesehen. Ja, ich finde, es war verdient. Fabi.
Ja, komm, Jeb, mach du. Ja gut, Freiburg geht schnell in Führung. Irgendwie vierte Minute mit dem ersten Schuss. Danach plätschert das Spiel vor sich hin. Dann schafft Stuttgart irgendwie wieder erwarten zwei Tore und führen auf einmal 2-1. Dann kommt Gomez rein, kriegt nach vier Minuten eine gelb-rote Karte und wittert eine Verschwörung. Und irgendwie in der Nachspielzeit 90 plus 4 Niederlechner mit dem 2-2 absolut verdient. Also jetzt sage ich euch was. Das war auch, ist jetzt Ende mit Gomez. Ja? Stuttgart wird im nächsten Spiel in Düsseldorf einen Dreier einfahren und Gomez wird ja, vielleicht noch ein paar Restminuten irgendwie bekommen, aber ich glaube, den sehen wir nicht mehr. Und der wird dann, hat der eigentlich schon irgendwie Karriereende was angekündigt? Nö. Dann sollte er es jetzt so langsam tun. Ich glaube, das war es dann auch mit Gomez. Fabi, denkst du auch so? Oder? Vielleicht geht bei ihm ja mit China nochmal was. Ja. Oder zurück in die Türkei. Oder Türkei oder so. Also ist ja offensichtlich, dass der erfolgreiche Trainer in Stuttgart nicht auf ihn baut. Ja, ist ja so. Und er hat natürlich diese Saison auch wirklich keine gute Leistung abgerufen. Ne? Mhm. Klar, der ganze Verein Stuttgart hat ist ein bisschen doll unter Wert momentan. Und zu dem Spiel will ich noch eins sagen. Stuttgart kann ja viel, viel früher noch eine rote Karte kriegen, ne? Meinst du Pavard, die Tätigkeit? Ja, ist klar rot, oder? Im Nachhinein hätte da auch dieser lustige Keller aus Köln sagen können, hier, guck mal, der tritt den da einfach grundlos in die Hacken. Mhm. Ja, danach dann noch der Schubser noch dazu. Ja, der Schub, also der Tritt war ja schon ganz klar Tätigkeit. Also hätte ja auch passieren können. Und ja, Stuttgart ist, finde ich, sind die Spielen so uninspiriert. Und dann führen sie da 2-1 durch, was war das, die Davi und wer hat das andere Tor gemacht? Ein Sua, ja, okay, das war gar nicht so schlecht von Sua, das Tor sah gar nicht schlecht aus. Aber kurz verschlossen, dann lassen sie sich dann so also einen reinmurmeln. Boah, ich weiß nicht, vielleicht steigen die wirklich ab und das wäre eigentlich traurig mit dem Kader. Nun gut. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen Preview machen. Über welches Spiel wollt ihr denn reden? Hm? Ich meine, was gibt es denn hier? Bayern gegen Gelsenkirchen? Samstagabend? Ja. Das ist ein klares Spiel für die Bayern. Langweilig. Leipzig-Frankfurt? Könnte lustig werden. Dortmund-Hoffenheim? Auch interessant, wie Hoffenheim auswärts wieder drauf ist. Wie ist denn Hoffenheim auswärts drauf? Die sind doch grottenschlecht aktuell. Was habe ich heute gehört? Die haben von den letzten 11 Spielen keins gewonnen. Man muss sie immer Reaktion zeigen. Ja, aber nicht Samstag. Muss ich nie haben. Bei Nagelsmann weiß man nie. Ich will weiter für einen guten Trainer. Also das schlimmste Spiel an dem Spieltag wird auf jeden Fall Hannover gegen Nürnberg. Düsseldorf-Stuttgart, freust du dich drauf? Eher als Hannover-Nürnberg. Ja, okay. Weil Düsseldorf, die können ein bisschen nach vorne spielen und Stuttgart ist auch eigentlich immer richtig lustig, weil ein Tor fangen die immer. Aber beide sind extrem wichtig, beide Spiele. Bremen, Augsburg schön, ist auch so ein Spiel, was man nicht braucht. Doch, Freiburg, Bremen, Augsburg wird so ein 3-2 oder so ein Scheiß. Ich glaube, dieses Spiel Düsseldorf gegen Stuttgart kann richtig lustig werden, weil Düsseldorf spielt zwar zu Hause, aber die drei Punkte holen muss Stuttgart. Muss, ja. Naja, also es sind Gegner von Stuttgart, die sind halt unten drin, du spielst gegen Düsseldorf. Die müssen eigentlich, muss Stuttgart da versuchen, auf drei Punkte zu spielen und das kommt natürlich Düsseldorf total entgegen, diese Spielweise. Ja. Absolut. Also das kann richtig lustig werden und bitter vielleicht sogar für Stuttgart. Ja, Mainz-Leverkusen ist das Freitagsspiel. Ja, es kann auch lustig werden, weil die Mainzelmännchen daheim sind gar nicht so schlecht und Leverkusen ist auch nicht so zwingend die Auswärtsmannschaft. Also ein Unentschieden ist da durchaus möglich. Ja, und wie gesagt hier, ne? Die Bullen gegen die Büffel, das wird natürlich auch Junge. Ja, das hört sich jetzt mal gut an, ne? Muss man einfach sagen. Stampede. Ja, die Frage ist, ob Werner wieder fit ist. Spielt das eine Rolle? Trifft er überhaupt? Ja, aber man kann mal halten, was man will von dem Kerl. Irgendwie macht er ja doch seine Tore. Also gegen Dortmund nie. Finde ich gut. Ja, warte mal, wenn er dann bei Bayern spielt. Ach so, da läuft's dann? Da läuft's dann. Und ja, auf welches Spiel freust du dich denn? Auf das Spiel in Hannover. Auf das Spiel in Hannover, das ist dein Highlight. Da schaust du im Einzelspiel dann? Ja, nee, ich gucke Dortmund an das Spiel natürlich. Also wenn du dich auf das Spiel in Hannover freust, hast du leicht momentan so Suizidgedanken oder so? Ja, definitiv. Bist du mit deinem Leben nicht zufrieden, darum guckst du dir dieses Spiel an? Doch, ich bin mit meinem Leben zufrieden, aber
Die Mannschaft, die verlieren sollte, sollte sich über eine Abmeldung vom Fußball Gedanken machen. Und dann geht's 1-1 aus. 0-0. Oder 0-0. Oder 0-0. Wer soll denn da Tore schießen? Bei Hannover, keine Ahnung. Bei Nürnberg, Ishak. Ja. Achso, Esser läuft dann noch selbst vor und schießt das Tor. Er könnte. Muss vorne, hinten alles halten und dann denkt er sich, ach, scheiß drauf, ich laufe einfach mal durch. Solo-Time. Ja. Macht ein Freistoß-Tor, hier wie Jordan Bär damals. Am Ende ist es Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim und Gelsenkirchen gewinnt 1-0 in Bayern. Ja, wäre lustig. Ja, das wäre äußerst lustig, würde aber nicht eintreffen. Ja, was haben wir denn hier? Bremen-Augsburg haben wir schon. Gladbach-Berlin. Das sollte klar für Gladbach sein. Sollte klar auch. Für Gladbach sein. Aber Fabi ist da nicht so klar, oder? Doch. Doch. Ich bin auch also für mich ist Gladbach aktuell ganz klar auf Champions-League-Kurs. Soll ich so nicht mehr nehmen lassen mit 10 Punkte vor? Fast noch. Also bei den Bayern könnte es fast noch so irgendwie rauskurzeln, wenn die so weitermachen. Leipzig braucht man nicht mögen, aber die werden wahrscheinlich auch in die Champions League kommen. Ich finde es ja erstaunlich, wie auch die Medien wirken. Ne? Gladbach ist Zweiter. Zweiter. Mhm. Zwei. Ne? Alle haben die ganze Zeit immer gesagt, oh, die Bayern, jetzt jagen die Dortmund. Ne? Und Bayern hat ja auch die letzten Spiele dann auch gewonnen. Aber Gladbach ja auch irgendwo. Als ich dann die Führung von Gladbach gesehen habe und er dann meinte irgendwie, ja, damit ist Gladbach jetzt ja auf zwei, weil besseres Torverhältnis, habe ich erst mal gesagt, ach, die waren die ganze Zeit noch so nah dran. Ja. Ja. Redet halt keiner drüber. Nee. Ne? Aber es ist passiert. Wie konnte das denn passieren? Ja, die haben genauso viel Spiele gewonnen wie die Bayern, gleich viel unentschieden, gleich viel verloren, nur als besseres Torverhältnis. Richtig. Ja, noch ein bisschen weniger reinbekommen, ne? 5 weniger reinbekommen, 3 weniger geschossen, dann bist du mit plus 2. Oh gut, Uli würde jetzt sagen, ja, Torverhältnis zählt nicht. Das war Oli Kahn, ne? Nein, ja, das war schon der Whistle, Uli. Meine Synchronstimme war, glaube ich, aber dann, ja, Torverhältnis. Nee, so redet er auch nicht, ist egal. Also Torverhältnis zählt nicht, hat er ja auch recht. Ne? Erst wenn der letzte Spieltag durch ist, ist er, das Torverhältnis interessant. Aber worauf ich hinaus will, ist, wie gesagt, alle reden immer, oh, die Bayern jagen jetzt und jetzt werden sie hier, ne? Aber es ist Gladbach, die still und heimlich ihre Dreier eingefahren haben. Und das ist, ja, sehr gute Saisonleistung der Gladbacher bis hierhin. Freiburg-Wolfsburg. Da habe ich meinen Tipp schon im Kopf. Freiburg zu Hause? Ja. 2-0 für Freiburg. Ja, ich bin gespannt. Was haben wir denn? Danach ist Champions League-Woche endlich, ne? Also Euroleague auch? Yep. Ja, die spielen immer donnerstags. Also am 14. ist die Eintracht. Das ist nächste Woche schon? Ne, übernächste Woche. Ja, ja, jetzt ist erstmal DFB-Pokal. Genau, jetzt morgen ist DFB-Pokal und dann. Ja, ja. Nee, wir gewinnen das Ding einmal und dann sagen wir, lassen wir mal wieder einen anderen dran. Ist nett. Ist auch so fair. Wie die Bayern, die meinen, sie müssen das irgendwie zählen, mein Volk gewinnen. Absolut fair. Und danach nach dem Euroleague-Hinspiel hat Frankfurt dann zu Hause am Sonntag Gladbach. Auch schön. Ja, ups. Ja, ja, nächste Spiel. Aber es ist gar nicht so schlecht, der Spielplan, weil jetzt hast du halt die ganzen Top-5-Mannschaften. Und dann Gladbach, ja. Ja, die zähle ich auch als Top-5-Mannschaft. Achso, du gehst schon einen weiter, wenn dann es ein bisschen ruhiger wird. In Hannover, dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, ich meine jetzt Red Bull, dann entsprechend Gladbach und dann hast du da erstmal ein bisschen Ruhe. Ja. Und dann kommen wieder die Mannschaften auf. Ja, nicht mal Augenhöhe, sondern da ist die Eintracht dann schon fast wieder Favorit. Ja, stimmt schon, ne? Da hast du Nürnberg hast du dann irgendwann mal, dann hast du in Düsseldorf, gut, sollte man jetzt auch nicht unterschätzen, wie ich aus eigener Erfahrung lernen musste. Jedes Spiel hast du nicht gewonnen, aber es ist deutlich einfacher, wenn du in Düsseldorf spielst, als wenn du in Dortmund antreten musst. Ja, stimmt schon. Der Spielplan ist dann Stuttgart. Und am Ende hast du halt nochmal die Bayern am letzten Spieltag. Ist das wirklich so viel einfacher? Wenn du in Düsseldorf antreten musst als Favorit, wo du sagst, in Dortmund, wenn du einen Punkt mitnimmst, ist es okay, aber in Düsseldorf musst du eigentlich oder planst eigentlich mit 3 Punkten, ist das wirklich so viel einfacher? Das wird sich ich schon sagen. Wir werden es erleben. Wenn Friedhelm wieder zaubert. Ja, Zauber, Friedhelm wenig, kommt dann aber mit irgendwie 6-6ern auf Platz und noch irgendwie doch Teuter. Und dann war es das. Friedhelm lässt halt sehr pragmatisch spielen. Aber ich sag nochmal, das Spiel jetzt am Wochenende, da haben die Düsseldorfer
in der zweiten Halbzeit, was ich da gesehen habe, haben die ordentlich einen Ball gespielt. Das war schon... Aber auch schon in der ersten Hälfte hatten sie Chancen. Ja. Zweit war noch deutlicher, fand ich. Da waren sie schnörkellos, ne? Und zielstrebig, fand ich interessant. Der Hennings hatte, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Chancen, bis er dann halt seinen Kopf voll reingemacht hat zum 1-1. Ja. Also schlecht haben sie nicht gespielt und unverdient war das auf keinen Fall, da hat er so entschieden. Ja, definitiv. So, Freunde, sind wir durch. Will noch irgendjemand was loswerden wollen? Nein, das ist gut. Ja, doch. Doch, Papi, natürlich. Wer sonst? Ich glaube, Niko Kovac hält nicht bis zum Ende der Saison bei Bayern durch. Ach, doch. Das Problem ist halt, wer soll denn dann übernehmen? Keine Ahnung. Ich sagen, also jetzt spielen sie gegen Schalke, lastet. Gelsenkirchen. Oder gegen, ja, Gelsenkirchen, Klugscheißer. Lass das Ding nicht gewinnen. So, dann hast du Champions League, wo, wie gesagt, ich habe Liverpool gesehen. Ich als Bayern-Trainer, ich würde nicht schlafen können. Sag ich so, wie es ist. Gerade bei dem Personal, was ich da hinten aufzubieten habe. Lass es schlecht laufen und dann am Ende, vielleicht so am 25., 26. Spieltag, bist du vielleicht bloß Vierter, der Fünfte ist dran an dir. Ich glaube, dann zieh die Notbremse in München. Der Fünfte wird da nicht dran sein. Glaubst du denn, dass sie die nächsten 5 Spiele in der Liga alle verkacken oder was? Naja, verkacken, da holst du da mal nur einen Punkt oder so. Ich glaube, das kann ganz schnell gehen. Also es würde schnell gehen, wenn sie jetzt den Pokal in Berlin verlieren, dann gegen Liverpool rausfliegen und die nächsten 3 Bundesligaspiele verlieren. Nein, die verlieren die 3 Ligaspiele. Müssen die den nächsten 3 Ligaspiele nicht verlieren, aber wenn die nur mal hier einen Punkt holen und ne, dann allein das reicht ja schon, ne? Wenn die 2 Siege holen, 1 Punkt, ne? Und Dortmund würde jetzt sagen, um einfach mal 3 gewinnen, ne, dann bist du dann auch schon wieder, was hast du, 2 mehr, dann bist du bei 9, richtig? Ja, also ich glaube einfach, dass das passieren kann. Also ich, aber ich sehe da nicht, diese ganze Konstellation so instabil und... Aber ich sehe da niemanden, der da einspringt für den Rest. Keine Ahnung. Ich meine, klar, könntest du verkaufen, ne? Du könntest sagen, irgendwie, ja, hier, ne, DFB-Pokal fliegen sie auch nicht raus, aber ne, Champions League aus, das tut uns schon weh, jetzt sind wir 9 Punkte in unserem Szenario, ne? Wenn wir jetzt da so weiterspinnen, wenn sie wirklich in der Liga nochmal jetzt ein Unentschieden da irgendwie oder vielleicht sogar eine Niederlage, dann bist du vielleicht 9 Punkte, vielleicht 10 Punkte hinter, dass dann irgendwann mal jemand sagt, okay, ne, dann haken wir die Saison jetzt quasi ab, wir sind ja sowieso im Umbruch, ja, dann brechen wir auch auf den Trainer um. Ja, aber dann musst du den Umbruch schon haben und den Trainer für die kommenden Saisons haben. Also den Trainer, den du zukünftig haben möchtest, müsstest du dann direkt installieren können. Ja. Bis der dann halt auch den Rest vom Umbruch mitmacht und sagt, okay, ich brauche im Sommer die und diese Spieler. Weil wenn du jetzt irgend so einen Spaßvogel dahin setzt, der da irgendwie jetzt den Rest von der Saison managt. Doch, genauso. Du musst den nicht haben, wenn du Kovac entlässt. Ja, aber dann kannst du Kovac doch genauso da sitzen, ob da jetzt irgendein Interimstrainer sitzt oder Kovac sitzt. Ja, aber vielleicht die großen Männer da einfach mal ein Zeichen setzen, ne? Dass sie sagen, hey, wir wissen jetzt mittlerweile, das Stimmungsbild sieht so schlecht aus gegen unseren Trainer, jetzt entlassen wir den und ziehen unsere Schlinge aus dem Kopf. Und dann sagen wir halt, ja, hier, der war's. In der großen Bayern-Familie. Ich bin ja gespannt. Ja. Puffy hat einen rausgehauen. Ja, wir schauen mal, ob das... Ich überleg mir noch, ob ich das so halte. Und dann würde ich vielleicht beim nächsten Talk sogar einen Wetteinsatz machen. Oh. Überlege mir noch was. Puffy wettet, wer den Talk verfolgt, der Puffy wettet momentan hier, ne, Haus und Gut. Der muss ja schon wahrscheinlich ein Jahresabo an den Tonno abdrücken. Ich habe gesagt, nächste Sommertransfer haut Dings ab und ich stehe da noch zu. Ja, ja. Ah, das ist noch... Wer haut ab? Jovic. Willst du noch einsteigen in die Wette, Jeb? Uch, nö. Ich stream ja nicht, ich brauche ja keinen. Ja, ach, also. Der Puffy lässt sich auch was anderes einfallen. Hier ein Steak-Care-Paket. Also Jovic ist ja jetzt relativ heiß gehandelt, auch bei Barca. Hm. Also es könnte wirklich sein, dass sie das entsprechend zwar die Option ziehen dafür ihre 8 bis 10 Millionen und ihn dann für das 4-5-6-fache nach Barcelona abgeben. Also Sporti hat gesagt, die haben die Option schon gezogen. Ja, das sagen sie immer wieder. Das ist genauso wie mit dem Alcázar bei euch. Jetzt heißt es offiziell, wurde erst am Freitag verpflichtet. Richtig, mit den 23 Millionen. Ja. Aber es hieß ja schon irgendwie im November oder Oktober, als ihr den gekauft habt. Ich habe auch, also, als ich vor ein paar Tagen die Meldung gelesen habe, habe ich gesagt, wie, schon wieder? Die Geschichte mit diesen Transferdingern ist, ja, wann ist das Budget offen, in welchem Monat können wir noch was ausgeben, wann kann und dann wird das abnehmen? Dann halt entsprechend, genau. Freigegeben. Das ist ein offenes Geheimnis, ist die gezogen wird oder schon gezogen wurde, aber offiziell ist es halt Wenn du sie hast, bist du ja dumm, wenn sie nicht ziehst. Ja.
Ist so. Also sowohl bei Alcázar als auch bei Jovic. Ist ja dumm, wenn sie nicht ziehst. Ja. Also der Jepp, habe ich gerade rausgehört, das schwankt ein bisschen bezüglich Jovic. Ne? Sagt da irgendwie, wenn das stimmt und Barca ist da wirklich dran, dann gibt es da keinen Halt. Aber ich habe die Wette mit Tonno schon vor längerer Zeit gemacht. Die Wette steht. Ja, das ist selber kein Problem. Nur wenn halt ein Verein kommt und bietet dir für einen Spieler irgendwie, was weiß ich, 40, 50, 60 Millionen. Habe ich ja gesagt, darum bin ich ja der Meinung, dass er geht. Und die Eintracht, der teuerste Spieler, den sie jetzt verkauft haben, ist irgendwie Salcedo mit ihren 10 Millionen Euro oder sowas. Also selbst irgendwie Freiburg oder Köln hat teurere Transfers gemacht. Ja. Das heißt aber, du sagst, wenn ein unmoralisches Angebot kommt, ist da nichts mehr zu machen. Bei allen drei, die davon spielen, kann es passieren, ist, die nach der Saison weg sind. Ja. Muss man irgendwie Realist sein und sagen, okay, kann passieren. Man hofft zwar, es passiert nicht, aber man kann es halt nicht ausschließen. Ja. Tonno hat es ausgeschlossen, hat gesagt, nein, Jovic bleibt. Wir sind gespannt, wie sich das noch entwickelt. Mann, das wird ein heißer Sommer. Ja. Wolltest du noch was sagen, Puffy? Nee. Nein, jetzt bist du fertig, vielleicht. Na, vielleicht überlege ich mir noch einen anderen für den nächsten Talk. Sehr gut. Ich bin jetzt gerade im Wettwahn. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch was ein. Puffys Wettecke. Parschippst du eigentlich auch? Nee. So, am Wochenende ist dann auch wieder Football Manager. Samstagabend einschalten wird bestimmt voll lustig und so. Na, mal gucken, welchen Verein sich Fabi nimmt. Der ist nämlich ein bisschen vereinslos, habe ich mir sagen lassen. Ja, und der Verein ist weg. Der Verein ist weg. Und wir sind jetzt auch weg. Wir sagen tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Und tschüss.